So, dann Ihnen allen herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Darmstadt 98. Beide Cheftrainer sind hier, Dimitrios Gramotzis, der Gast hat natürlich das erste Wort. Bitte schön. Ja, guten Tag erstmal in die Runde. Wir wussten im Vorfeld, dass es heute ein Spiel werden wird, in dem schon ein sehr, sehr großer Derby-Charakter ist. Das hat sich, glaube ich, auch so bewahrheitet mit dem Regen, mit dem Platz, der auch sehr, sehr schmierig und seifig war. Hat man, glaube ich, beiden Mannschaften angemerkt, dass sie alles reinlegen wollten, um das Spiel heute zu gewinnen. Es war sehr viel von Fehlern, von Abspielfehlern auf beiden Seiten, glaube ich, geprägt, mit vielen Umschaltaktionen. Wir waren, finde ich, gefährlich, immer wieder über Weitschüsse, ob das über Standards war, über Tobi Kempe oder auch über Marvin Melem, der immer wieder probiert hat, aus der Distanz zu schießen. Der Wehr-Torwart hat sehr, sehr gut gehalten, hat die Bälle entschärft. Und darüber hinaus wussten wir natürlich, dass sie auch bei hohen Bällen und auch beim Konterspiel gefährlich waren mit Scheffler, der dann immer wieder gefährlich war mit dem Lattenkopfball auch. Und da haben wir auch in der Situation Glück gehabt. Ansonsten glaube ich schon, dass wir, umso länger das Spiel in der ersten Halbzeit gedauert hat, umso mehr die Kontrolle übernommen, haben dann einige schöne Aktionen gut bis zum 16er ausgespielt, aber dann der letzte Pass oder die letzte Entscheidung, ob ich dann den Nebenmann nochmal richtig postiere und sehe, war leider heute nicht so da, wie wir uns das gerne vorgestellt haben. So wollen wir dann auch in der zweiten Halbzeit dennoch das verbessern. Ich finde, dass die Wehner in der zweiten Halbzeit mehr Kontrolle in den ersten Minuten über Spiel hatten und haben da viel Druck gemacht mit vielen Flanken. Wir haben leider nicht so die Entlastung gehabt und nach der roten Karte wussten wir natürlich, dass es sehr, sehr schwer wird und wollten wenigstens doch den Punkt mitnehmen. Da muss ich der Mannschaft auch ein Kompliment machen, da hat sie sehr, sehr gut gefightet und hat alles reingelegt, damit sie hier einen Punkt mitnimmt. Und ich denke, dass, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, dass, glaube ich, das Ergebnis auch in Ordnung geht. Dankeschön. Vielen Dank, Rüdiger. Bitteschön. Ja, ich glaube, dass es sehr gut analysiert war, auch von Dimi. Und ich denke, dass wir beide Mannschaften einen ganz ordentlichen Ball trotzdem gespielt haben, trotz der schwierigen Bedingungen. Ich glaube, dass insgesamt ein sehr, sehr interessantes Spiel war. Ja, natürlich auch sehr, sehr intensives Spiel war, aber eben auch mit Torchancen auf beiden Seiten. Ja, die Darmstädter, glaube ich, haben eher die Abschlüsse aus der Distanz gehabt, die gefährlich waren. Ja, gerade bei dem Boden, wenn sie aufsetzen, dann sind es schon immer sehr, sehr gefährliche Dinge. Auch die Standardsituationen waren gefährlich und wir hatten in der Box mehr Möglichkeiten, zum Abschluss zu kommen, haben da aber einmal Pech, natürlich extremes Pech mit Scheffe, wobei ich auch sagen muss, auch da Schuhen natürlich mit einer sensationellen Parade, der da entschärft. Und ich denke, dass beide Torhüter ihren Teil zu diesem Spiel beigetragen haben, die beide sehr, sehr sicher gewirkt haben, beide eine richtig gute Leistung gebracht haben und dadurch eben auch kein Tor sowohl auf unserer Seite als auch auf der Darmstädter Seite passiert ist. Trotzdem, glaube ich, war das auf alle Fälle kein langweiliges Spiel. Ja? 0-0, Nieselregen, ja? Aber dafür war richtig viel geboten und es ging gut hin und her. Und es war eine ausgeglichene Partie, auch wenn ich die Statistiken anschaue, war es ausgeglichen. Wie gesagt, wir hatten ein paar Abschlüsse mehr in der Box. Darmstadt den einen oder anderen gefährlichen Abschluss außerhalb der Box. Am Ende müssen wir damit leben. Ja? Wir sind nicht zufrieden damit, mit der Leistung ja, mit dem Ergebnis nicht. Hätten uns da sicherlich heute vielleicht auch mit der einen oder anderen kleinen Glückseligkeit auf unserer Seite auch belohnen können. Danke.